1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt vernachlässigte Kinder. In letzter Zeit häufen sich ja die Nachrichten von Kindertragödien. Da gibt es den Fall Jessica, deren Eltern sie verhungern ließen. Da gibt es den Fall Kevin, den man in einem Kühlschrank gefunden hat. Da gibt es den Fall des zu Tode geschüttelten Babys aus Trier. Das sind Extremfälle, die mit dem Tod der Kinder endeten. Ich möchte gerne heute Nacht mit euch sprechen über vernachlässigte Kinder, über vielleicht eure Vergangenheit, wenn ihr in eurer Jugend so etwas an eurem eigenen Leib erfahren habt, wenn ihr vielleicht eine schlimme oder traurige Jugend und Kindheit hattet, wenn ihr in eurer Kindheit oder Jugend geschlagen, misshandelt, traumatisiert wurdet und ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, wenn man euch vernachlässigt hat, dann meldet euch unter 0800 220 5050. Ich würde gerne auch mit Leuten sprechen, die vielleicht solche Fälle direkt in ihrer Umgebung mitbekommen, vielleicht in der Nachbarschaft oder im Freundes- oder Verwandtenkreis und auch nicht so genau wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Und ihr mir davon erzählen möchtet, dann meldet euch 0800 220 5050. Natürlich, wenn ein Jugendlicher auch hier gerne anrufen möchte, der sich sehr unwohl zu Hause fühlt, der sich vernachlässigt fühlt von seinen Eltern, von seinem Elternhaus, kannst du natürlich hier auch anrufen, wenn du dich angesprochen fühlst. 0800, die kostenfreie Telefonnummer, 0800 220 50 50. So, der erste Anrufer, die erste Anruferin ist die Jasmin und Jasmin ist 26 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo Domian. Vernachlässigte Kinder heißt das Thema. Ja, bist du? Schweres Thema, ne? Ja, sehr schwer. Sehr schwer und leider sehr aktuell, aber eigentlich, ja. Ich vermute schon immer aktuell, nur wir hören es im Moment so viel. Ich vermute es auch. Also ich habe mit meiner Pflegemutter darüber gesprochen, sie ist Sozialarbeiterin. Mhm. Und sie sagte zu mir, dass das Thema eigentlich schon immer aktuell war. Ja. Ist jetzt halt nur durch die Presse auch hochgebracht wird. Ja, ne? Ja. Also, was ist deine persönliche Motivation anzurufen? Und zwar hatte ich sowas erlebt in der Nachbarschaft. Mhm. Und ich lernte eine Familie kennen mit zwei Kindern. Der Sohn war damals 5, mhm. war circa vor einem Jahr. Mhm. Und er trug auch mit 5 noch Pampers und trank auch nur aus der Flasche, mhm. und hatte auch keine Zähne mehr im Mund. Und man hat einfach schon auch gemerkt, dass es diesem Kind nicht gut geht. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, so richtig Gedanken habe ich mir nicht darüber gemacht, dass ich auch nicht in die Wohnung durfte ein Jahr lang. Mhm. Und irgendwann rief mich die Mutter an, dass ich mal dringend rüberkommen sollte, weil die ein Problem hatten. Mhm. Und dann bin ich rübergegangen und diese Wohnung war verwüstet aufs Übelste. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Mhm. Im Kinderzimmer war eine Katze eingesperrt, mhm. die sich mit den anderen Katzen gestritten hatte. Das Kinderbett war voller Kot. Es gab aber zwei Kinder, sagtest du, ne? Es gab zwei Kinder, ja. Die haben beide ein Zimmer gehabt. Ja, wie alt ist das andere Kind? Der eine war 5? Die war damals 7, die dürfte jetzt 8 sein. Ja, okay. Mhm. Und im Kinderzimmer konnte man nicht mehr laufen. Also es war alles mit Katzenfutter, mit Katzenkot, mit Spielzeug durcheinander gemischt. Mhm. Die Küche war, da standen Geschirr bestimmt von den letzten 5, 6 Wochen ungespült. Das stank mhm. fürchterlich. Es war verschimmelt überall. Katzen liefen überall rum. Es war mhm. versifft aufs Übelste. Mhm. Daraufhin hat sich das Jugendamt informiert, weil es mir sehr nahe. Lass mich kurz nochmal fragen, wie kam es überhaupt, dass die Frau dich dann da reingelassen hat? Sie konnte sich auch sicher denken, dass was für einen Eindruck das hinterlässt. Also man muss dazu sagen, sie hat sehr viel von mir gehalten und die hatten anscheinend Strom geklaut bei den Nachbarn. Die hatten keinen Fehler mehr, weil sie den Strom nicht zahlen konnten. Ah ja. Mhm. Und
Und daraufhin kam auch die Polizei. Ob die Polizei direkt bei denen in der Wohnung war, weiß ich nicht. Mhm. Zumindest stand die Polizei bei denen vor der Tür und daraufhin hatte sie mich gebeten zu kommen. Achso, weil du fast so eine Art Vertrauensperson warst und zumindest die Vertrauen zu dir hatte, um dann mit dir darüber zu sprechen, über den Vorfall mit der Polizei. Genau, und sie war, man muss halt auch dazu sagen, sie war ein bisschen überfordert und sie war auch total verzweifelt und ihr Mann war arbeiten und Nun hast du gerade den Zustand der Wohnung geschildert, der ja schon grauenerregend gewesen zu sein scheint. Wie sind dir die Kinder begegnet in dieser Wohnung? Die Kinder saßen auf der Couch und der Kleine, was heißt Kleine, also mit 5, hatte so ein Schnuffeltuch in der Hand und hat die ganze Zeit an diesem Schnuffeltuch Tuch gerochen. Mhm. Also hatte dieses Schnuffeltuch die ganze Zeit irgendwie im Gesicht. Mhm. Die Tochter, die war, man muss sagen, die Tochter war schon lebenslustiger. Die Tochter war, mit der konnte man immer Witze machen und die hat viel gelacht und so. Mhm. Aber der Junge, also an dem Jungen hat man es besonders gemerkt. Also passend, ganz passend zu unserer, zu der Formulierung unseres Themas, ein komplett vernachlässigte Kinder. Ja. Der Junge vor allen Dingen. Wobei man auch sagen muss, also dem Jungen hat sie eigentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt, ne? Mhm. Also an dem Jungen hat sie besonders gehangen, aber an ihm hat man es deutlich gesehen. Mhm. Und wie gesagt, daraufhin hatte ich das Jugendamt informiert, nach langen, langen Überlegungen. Und die Familie bekam daraufhin ein Schreiben, dass nach 6 Wochen ein Hausbesuch stattfindet. Mhm. Und wie soll es auch anders sein, in den 6 Wochen haben sie natürlich die Wohnung aufgeräumt und es war alles okay an dem Tag, wo dieses Jugendamt da war. Ja, das ist genau der Punkt, dass das Jugendamt vorher sagt, wir kommen. Ja. Eigentlich müsste man ja sagen, die sollten unverhofft vorbeikommen und gucken. Oder zumindest, wenn sie ein Schreiben machen, dann schreiben, sie kommen morgen oder übermorgen. Mhm. Also ihnen doch nicht so eine Zeitspanne noch von 6 Wochen lassen. Ja. Also das fand ich ganz grauenhaft. Also die sind dann gekommen und dann sah alles in einem guten Zustand aus, weißt du das? Ja, ich habe die Wohnung gesehen, ja. Du warst dann mit in der Wohnung oder wie? Ich war nicht mit in der Wohnung, wo das Jugendamt da war, aber ich war danach in der Wohnung. Ja. Und die war sauber. Aber natürlich war sie jetzt nicht so sauber, wie es jetzt von jemandem normal erwartet wird. Ja. Aber was ist, diese Verhältnisse war sie super. Mhm. Aber wenn man aufmerksam ist, und die Mitarbeiter vom Jugendamt sollten das ja sein, sie hätten das gesehen. Hätten sie doch eigentlich das wahrnehmen müssen und vor allen Dingen auch den Jungen genauer wahrnehmen müssen, was mit dem los ist, wie du ihn gerade am Anfang geschildert hast. Wir hätten es, auch der Kindergarten. Ich habe auch den Kindergarten aufmerksam gemacht. Unsere Kinder waren im selben Kindergarten. Mhm. Selbst da wurde nichts gemacht. So, das heißt im Klartext, da war jemand da vom Jugendamt und die fanden die Wohnung ganz okay und alles noch relativ im normalen Bereich. Und wie ist die Situation jetzt aktuell? Ich habe keinen Kontakt mehr mit denen. Ich bin selber umgezogen. Ich weiß es nicht. Also deine letzte Information war, dass das alles dann so weitergelaufen ist? Genau, es war so weitergelaufen. Ich habe nur noch mitbekommen, dass sie eine Kündigung für die Wohnung bekommen haben. Ah ja. Wegen diesem Stromklau. Ja. Ob sie dann raus mussten oder wie das dann alles vonstatten ging, weiß ich nicht. Mhm. Hat man dir das eigentlich, haben die das mitbekommen, dass du das Jugendamt informiert hast? Nein, das nicht. Es muss schon mal eine Familie gegeben haben, die denen angedroht haben, das Jugendamt zu informieren. Mhm. Und das hat sie mir erzählt. Mhm. Und sie waren dann der Vermutung, dass es wirklich diese Familie dann auch war. Ne? Mhm. Also sie kamen dann nicht auf mich. Ich würde gerne noch mal ein paar Sätze mit dir sprechen über diesen Jungen. Du hattest am Anfang, glaube ich, gesagt, der tauchte auch nie irgendwie außerhalb der Wohnung groß auf. Mhm. Stimmt das? Also er war, man muss sagen, er hat auch mal bei uns zum Beispiel geschlafen. Mhm. Ich konnte ihn öfters mal nehmen, aber er war jetzt großartig draußen auf dem Spielplatz oder so, nee. Also die Mutter war niemals mit ihren Kindern draußen. Ja, hast du denn so gemerkt, dass das Kind verhaltensgestört war? Er konnte nicht richtig sprechen. Ja. Also er musste auch zum Logopäden gehen, beziehungsweise hatte die Anordnung, zum Logopäden zu gehen, sind sie aber dann auch nicht mehr gegangen und hatte, wie gesagt, auch keine Zähne mehr im Mund. Ne? Er war halt ganz ruhig. So, also meine Pflegemutter sagte mal, sie hat den Jungen einmal gesehen auf dem Geburtstag meines Sohnes, dass er leicht apathisch ist. Mhm. Hältst du es für möglich, dass das Kind geschlagen wurde, misshandelt wurde? Also ich glaube eher weniger. Bei der Tochter hatten wir mal die Vermutung. Mhm.
aber also auch so ein schlimmer Fall, wo man sagt, man hat seine Pflicht getan, man hat die Behörden benachrichtigt und dennoch ist nichts draus geworden. So wie die Behörden in Bremen auch Bescheid wussten und sich nicht eingehend mit dem Fall beschäftigt haben. Ja. Muss man vielleicht auch nur dazu sagen, dass sicher die Jugendämter auch extrem überfordert sind und dass die gar nicht genügend Personal haben, um all die Problemfälle vielleicht genauestens zu beobachten und unter die Lupe zu nehmen. Aber Domian, dazu kann ich auch nur sagen, weißt du, ich bin auch ein misshandeltes Kind. Ja? Mhm. Also in meinem ersten Lebensjahr wurde ich sehr misshandelt und es hat ein Jahr gedauert, bis das Jugendamt mich da rausbekommen hat. Mhm. Und auch nur mit der Unterstützung meiner heutigen Pflegeeltern. Ja. Also es ist anscheinend so gesetzlich geregelt, dass diese Kinder nicht schnell genug rausgenommen werden können. Ja. Naja, es gab ja jetzt neulich eine Initiative des der Bundesfamilienministerin, dass so ein sogenanntes Frühwarnsystem installiert werden soll. Eine Vernetzung von entsprechenden Behörden und Bereichen, Schule und Kindergarten und so weiter. Und man hat auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Ob das nur alles ausreicht, weiß ich nicht. Aber immerhin ist es eine Initiative und es ist gut, dass überhaupt irgendwas geschieht und dass das Problem jetzt so im Bewusstsein der Leute auch ist. Ja, eine Frage noch. Ich denke nicht viel, dass es viel helfen wird. Mhm. Also so gut können die Systeme nicht funktionieren. Mhm. Noch eine Frage zu deiner Misshandlung. Du sagst, dass du in deinem ersten Lebensjahr misshandelt worden bist. Ja. Daran wirst du dich ja selbst nicht mehr erinnern. Woher weißt du das? Wie soll ich das sagen? Meine Mutter ist gestorben, meine leibliche Mutter. Ich wurde informiert und sollte die Wohnung auflösen. Ich wusste immer, dass mein erstes Lebensjahr nicht gut war. Mhm. Aber ich habe bei dieser Wohnungsauflösung viele, viele Atteste gefunden von Ärzten und viele Berichte von Jugendämtern und Und bist so quasi auf deine Spur gekommen, auf deine biografische Spur, dass da sowas vorgefallen ist, ja. Also ich wusste es schon, man hat es mir nicht direkt erzählt, meine Pflegeeltern wollten mich auch ein bisschen schützen, aber es gab Anspielungen, also es war mir schon klar. Ja. Jasmin, danke für deinen Anruf. Ich finde, du hast das Richtige gemacht und wenn vielleicht auch nichts Direktes draus geworden ist, aber immerhin hast du was gemacht und vielleicht, man kann ja hoffen, dass die Behörden zumindest ein Auge auf die Familie jetzt gerichtet haben und dass da eine Aufmerksamkeit besteht. Ja, ich hoffe es auch. Ich danke für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute, Jasmin. Ich dir auch, Domian. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, Lieben, unser Thema heute Nacht heißt vernachlässigte Kinder. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit vernachlässigt wurden, die eine traurige, eine schwere, eine schlimme Kindheit hatten, die vielleicht in ihrer Kindheit auch misshandelt wurden oder traumatisiert wurden und jetzt darüber gerne sprechen möchten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit einem Jugendlichen zu reden. Oder wenn jetzt jemand zuschaut und zuhört, der noch jünger ist und sich zu Hause überhaupt nicht wohlfühlt, dann ist es natürlich möglich anzurufen. 0800 220 50 50. Weiter geht es mit der Brigitte. Und Brigitte ist 49 Jahre alt. Hallo Brigitte. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, es geht um meine Kindheit. Um deine Kindheit. Ja, genau. Es geht jetzt... Wenn ich das gerade so höre von der Vorrednerin, ja, wie soll das früher dann gewesen sein mit den Jugendämtern? Mhm. Wahrscheinlich dann noch schlimmer. Da war es mit Sicherheit noch schlimmer. Was ist denn in deiner Kindheit, Jugend vorgefallen? Bei mir, wir sind mehr oder weniger mit Prügeln und Misshandlungen und sexuellen Missbrauch groß geworden. Wer ist wir? Meine Geschwister. Wie viele Geschwister waren das? Wir waren insgesamt zu sieben. Sieben Geschwister? Ja. Und du, wo warst du angesiedelt? Die Sechste. Die Sechste. Also fast eine mit der Jüngsten. Ja. Mit meiner Zwillingsschwester. Ich habe noch eine Zwillingsschwester. Ja. Und ganz bewusst, so was ich so jetzt bewusst nachempfinden kann, ist so mit 5 Jahren, dass ich gemerkt habe, also Prügel haben wir schon immer gekriegt. Mhm. Wir wurden auch nie in den Arm genommen, oder? Prügel von Vater und Mutter? Und oder Mutter, ja. Von beiden? Mhm. Also es gab keine Herzlichkeit, keine Innigkeit, keine Zärtlichkeiten, kein Kuscheln mal mit der Mama oder mit dem Papa. Wir durften die überhaupt nicht anfassen. Mhm. Kuscheln mit dem Vater war immer verbunden mit Anfassen. Und Wart ihr nur Mädchen? Ja, 5 Mädchen und 2 Jungs. Ja. Du hast gerade gesagt, schlagen, prügeln. Prügeln, ja. Und auch sexueller Missbrauch. Ja, von Seiten des Prügeln war... Ja, das fing an, wenn wir durften also nicht raus zum Spielen. Mhm.
das gab's nicht. Ne? Wir dürfen uns nie schmutzig machen. Also Dreck war für sie, wie sie war nicht jetzt nicht, dass sie jetzt nicht, oder dass sie nicht sauber war oder dass die Wohnung verunstaltet war. Mhm. Wir mussten da richtig schon feste als kleine Kinder mit putzen und für sie bügeln. Wir mussten alles für sie machen. Wir mussten sogar ihr die Apfelsinen schälen und ihr die Hände danach waschen. Aber wir durften keine davon essen oder so. Also ihr musstet der Mama die Apfelsinen schälen und ihr auch noch die Hände waschen? Und sie aß dann die Apfelsinen? Sie aß die Apfelsinen. Sie hat auch Fleisch und den Schinken gegessen und wir das trockene Brot. Also es war ganz übel. Was war der Vater vom Beruf? Der war Bauführer, Eisenflechter. Also der war auch genug, also Geld war schon, also ihr hättet nicht Hunger. Geld war da. Hat ganz gut verdient. Der hat sehr gut verdient, der war allerdings auch die ganze Woche weg. Und das Problem war halt, wenn wir montags umgezogen waren, wurden wir da freitags noch viel verprügelt. Erstmal montags von ihr und freitags dann von ihm. Das war die Begrüßung. Der wurde erstmal gleich schallen, die Ohrfeigen, aber die haben ja nicht nur mit den Händen geschlagen, die haben ja auch Kochlöffel, Kleiderbügel. Früher gab es doch diese Teppichklopfer, da wurden damit verprügelt. Wurden alle Kinder gleich schlecht behandelt? Oder? Nur die Mädchen. Nur die Mädchen. Ach so. Ich erinnere mich nur, dass die Mädchen zu viel geschlagen wurden. Und die Jungs nicht? Nee, sie wollte aber auch kein Kind von uns haben. Ich habe sie später mal gefragt, warum sie so viele Kinder hat. Und dann, weil sie wollte uns alle nicht, hat sie mir gesagt. Und sie weiß es nicht. Ne? Gab es denn, wenn du zurückdenkst, so für dich, gab es denn in all diesen langen Jahren, man empfindet ja Kindheit und Jugend, wenn man drin steckt, als eine sehr lange Zeit, auch mal irgendwo mal schöne Momente? Nein. Ganz radikal nein, sagst du? Nein. Kein Weihnachtsfest mal, kein Geburtstag? Ich will Weihnachten ganz grausam. Warum? Ganz was grausam, war das? Weil ich weiß noch, wir durften Wunschlisten, haben wir geschrieben. Wahrscheinlich habe ich schon im Januar angefangen, für Dezember Wunschliste zu schreiben. Da hat die sich ein Fest draus gemacht, uns Dinge zu kaufen, die wir nicht wollten. Die wir uns gar nicht gewünscht haben. Jetzt hast du gerade gesagt, auch sexueller Missbrauch. Immer von Seiten des Vaters. Vater, ja. Das heißt, der Vater hat... Wir mussten uns auch vor seinen Arbeitskollegen blank ziehen. Ne? Vor anderen Männern auch? Vor anderen Männern auch. Und also, sie war auch immer dabei. Und sie war dabei, die Mutter war dabei? Ja. Das ist ja unfassbar. Ne, da hatte sie ihre Ruhe, weil sie wollte... Ja, ich weiß nicht, ob meine Eltern sich geliebt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch nie nachgefragt. Sind die denn miteinander zärtlich manchmal umgegangen? Nee. Auch nicht. Gott. Lass mich jetzt noch mal weiter fragen. Ihr musstet euch dann, ihr Mädels, vor den Arbeitskollegen des Papas nackt ausziehen. Gab es dann auch sexuelle Handlungen? Sie durften uns betatschen, ja, aber jetzt so sexuelle Handlungen gab es keine. Sie durften uns aber betatschen. Gab es denn sexuelle Handlungen zwischen dem Papa und euch? Er ist über mich hergefallen, aber da war ich schon älter. Was vorher war, ich habe das wahrscheinlich verdrängt. Bewusst erlebt habe ich das, da war ich aber schon 3 Jahre von zu Hause weg. Da war ich so 21 und habe halt gedacht, mach's den ersten Schritt, es ist Weihnachten. Und wollte eigentlich auch nach meiner kleinen Schwester gucken, die war damals 11. Die war 10 Jahre nach uns geboren. Und ich hatte immer so ein komisches Gefühl, wenn ich an die gedacht habe. Weil wir haben die ja schutzlos zurückgelassen. Alle sind weg. Ne? Meine Zwillingsschwester schon mit 15 aus dem Haus. Die anderen Mädchen auch schnell heiraten, weg. Und ich habe es halt ausgehalten bis zu meinem 17. Also knapp vor meinem 18. Lebensjahr, da hat er mich so geprügelt, dass er mir das Nasenbein gebrochen hatte. Und dann bin ich dann aber auch schnell ausgezogen. Hat er sich an dem kleinen Mädchen auch vergangen? Das ist anzunehmen, ja. Weil die ist sehr verstört gewesen. Die war gehörlos zur Welt gekommen. Das wollten sie ja auch nicht wahrhaben. Die haben die ganz spät erst operieren lassen. Und den beiden habe ich auch mein blindes Auge zu verdanken. Denn was? Mein blindes Auge, ich bin auf dem rechten Auge blind. Das hast du den Eltern zu verdanken? Ja, sicher, wenn die mich hätten damals zum Augenarzt gebracht, hätte man das machen können, aber... Also Brigitte, das klingt ja wirklich wie die pure Hölle, was du da hinter dir hast. Das ist die Hölle gewesen, ja. Leben deine Eltern noch? Nein. Beide nicht mehr? Nein, sie hat den Tod verdient, so wie sie uns behandelt hat. Sie ist sehr lange gestorben. Langsam und qualvoll gestorben? Ja.
Und er, ja, das habe ich ihm nicht gegönnt. Er hat sich einfach kein Insulin mehr gespritzt und das habe ich ihm nicht gegönnt. Ach so, das hat, er hat sich quasi indirekt das Leben selbst genommen. Ja. Wie alt waren beide, als sie gestorben sind? An die 70. Mhm. Bist du froh, dass sie tot sind? Nein, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich hätte zu deinem Thema mal so mit Wahrnehmung, außerirdische Wahrnehmung oder was auch immer, der Geister, da hätte ich auch damals anrufen können, denn an dem Tag, an dem er verstorben ist, hat er quasi imaginär bei mir in der Wohnung gestanden und ich habe ihn zum Teufel gejagt, statt dass ich ihm mal alles gesagt hätte, was ich so auf dem Herzen hatte. Du hast aber später, du hast nie Anzeige erstattet, als du draußen warst. Nee, wir alle nicht. Gab es denn hinterher... Er hätte uns ja totschlagen können. Naja, ich meine, als du dann aus der Familie raus warst... Nee, Also, ich war bloß nur froh, dass ich weg war. Ich glaube das auch. Da hat man dann andere Sorgen. Ich habe mir also eins geschworen. Ich werde niemals, wenn ich Kinder habe, meine Kinder schlagen. Und hast du? Kinder, du hast Kinder. Zwei, ja. Du hast ja Kinder. Meine Tochter 25 und mein Sohn 15. Damals, als du dann aus der Familie rausgegangen bist und die Jahre, die dann folgten, hattest du dann noch Kontakt mit deinen Eltern? Ich war einmal noch dort. Mit 21 und ja, da war Weihnachten und Heiligabend hatte ich mit denen da zusammengesessen und am ersten Weihnachtsfeiertag ist er dann morgens um 5 zu mir runtergekommen und hat zu mir gesagt, ich hätte ja auch ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, dann könnte ich jetzt auch mit ihm schlafen. Boah, ist das heftig. Und da bin ich natürlich gleich wieder geflüchtet, ne, und dann, ja, dann bin ich erst wieder hin, ich glaube, da war ich schon verheiratet, aber da habe ich sie auch nur kurz besucht, damit sie ihre Enkeltochter kennenlernen. Also in der Zeit, du hast gerade am Anfang das ja richtig gesagt, das war ja so 50er, 60er Jahre, als du Kind warst. Ja. Da konnte man nicht so einfach zum Jugendamt greifen, ne? Nee. Es war nur eine Oma in der Nachbarschaft, die hat immer einen Zeigefinger erhoben, wenn sie sie gesehen hat. Schlagt doch eure Kinder nicht so. Warum schlagt ihr die Mädels das so? Also die Erinnerung wahrscheinlich bei dir ist, dass du komplett ausgeliefert warst, dieser... Wir waren ausgeliefert. Hölle von den Eltern. Ja, vor allen Dingen, weißt du, meine Zwillingsschwester ist mal von der Teppichstange beim Turnen runtergefallen. Die hat ein Wahnsinnsloch im Kopf. Die hat sich so verprügelt, die hat sich vor sich hergezogen und hat sie prügelnd zum Arzt geschleppt. Und es war ja alles so eine Last mit uns und sie wollte uns ja einfach nicht, sie wollte uns nicht. Denn ich habe einen gebrochenen Finger gehabt, die ist ja noch nicht mal zum Arzt mit uns gegangen. Was glaubst du, woher so viel Bosheit kam? Damals? Hass auf, ich glaube, dass meine Eltern sich sehr gehasst haben gegenseitig. Sie hat ihn gehasst, weil er so früh ein Kind gemacht hat. Da waren sie gerade mal ein halbes Jahr zusammen, das war in der Kriegszeit. Oder nach dem Krieg, kurz nach dem Krieg muss das gewesen sein. Und ja, und dann kam eigentlich fast jedes Jahr ein Kind. Und das hat sie ihm wohl nie verziehen. Warst du auf den Beerdigungen deiner Eltern? Ja, bei ihr. Und da habe ich mir dann das Größte geleistet. Weil ich saß da, meine ganzen Geschwister. Und dann kam so ein Pfarrer und er hat eine Ansprache gehalten, wer da im Sarg liegt. Und dann habe ich gesagt, Kinder, hier sind wir falsch. Die Frau, die da drin liegt, kenne ich nicht. Die habe ich nie gekannt. Wir können hier nur falsch sein. Weil der zu gut über sie gesprochen hat. Genau. Wir haben die andere Frau habe ich nie gekannt. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man auf einer Beerdigungsfeier so etwas tut. Wie haben die anderen reagiert? Die haben mich natürlich zur Ruhe gebracht. Ne? Mein Bruder, der lebt in Berlin und der hat gesagt, komm, sei still, das kriegen wir hinter uns. Wie hat der Pfarrer reagiert? Gar nicht. Wusste der Bescheid, was vorgefallen war? Nein. Glauben Sie, mein Vater hätte ihm die Wahrheit erzählt. Nie im Leben. Und ich wohne in Hannover und die wohnen in Süddeutschland. Also weit, weit weg von mir entfernt. Ist klar, da wurde der schöne Schein wahrscheinlich da außen aufrechterhalten. Und als mein Mann gestorben ist, da ist keiner von denen zu der Beerdigung gekommen. Überhaupt keiner. Und der ist 92 verstorben und die sind viel, viel später verstorben. Da habe ich auch gedacht, die sind so furchtbar böse gewesen in ihrem Leben. Und er hat keiner Fliege was zu Leide getan und muss sterben. Und hat so zwei hinreisende Kinder und sieht die nicht groß werden. Das ist ganz furchtbar. Ja. Deshalb, ich habe mir geschworen,
meine Kinder kriegen keine Prügel. Die haben Prügel gekriegt für scheiß Zeugnis. Andere Kinder, wenn ich höre, die hängen sich auf wegen so einem scheiß Sechs im Zeugnis. Also, meine Fresse, nee. Ich höre, dass das eine schlimme Zeit für dich war. Und, ja, und das Schlimme ist, weißt du, wenn man drüber spricht und jeder, pscht, nee, komm, können wir nicht machen und Ja. Ja, liebe Brigitte, das wirkt natürlich ganz viel nach, wenn man sowas hinter sich hat. Möchtest du gern noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen? Nee, ich denke das nicht. Das ist abgeschlossen für dich. Nee, also die sind beide tot. Ich habe zwar bereut, dass ich nicht mehr gemacht habe, dass ich die nicht mal angezeigt habe. Ja. Werde ich wahrscheinlich auch bis zu meinem Lebensende bereuen. Okay. Aber ich habe es an meinen Kindern gut gemacht. Das ist ein guter Satz, Brigitte. Dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir und deinen Kindern weiterhin alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt vernachlässigte Kinder. Hier ist Mario. Mario ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Jürgen Domian. Ja, hallo. Hallo, Mario. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Ja, wir haben vor 5 Wochen schon mal miteinander gesprochen. Da habe ich dich zu demselben Thema angerufen. Weil ich über 12 Jahre als Kind misshandelt worden bin. Mhm. Und ich denke, ich kann zu diesem Thema eine ganze Menge sagen. Mhm. Zumal ja es auch so ist, dass ich heute noch unter diesen Dingen leide, weil ich berentet bin, Opferentschädigungsrente bekomme. Ja. Mario, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Das Ganze ist ja nun wirklich noch sehr frisch. Ja. Ich glaube, dann wiederholen wir das jetzt nicht nochmal hier in dieser Sendung. Ja. Da es ja noch relativ nah beieinander ist und wir überlegen mal, ob wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang nochmal miteinander sprechen und uns gezielt eine Thematik herausgreifen. Ich hatte dir einen Brief geschrieben daraufhin. Hast du den denn erhalten? Ich hatte einen Zeitungsbericht dabei gelegt aus dem Jahr 68. Ja, den habe ich erhalten. Ich erinnere mich daran. Würde aber jetzt gerne sagen, dass wir das jetzt beenden. Ja. Um das nicht nochmal zu wiederholen. Und wir werden uns mit dir nochmal in Verbindung setzen und überlegen, wie wir vielleicht doch dann in einem anderen Zusammenhang nochmal ins Gespräch kommen. Okay? Ja, das ist super. Okay, dann verabschiede ich mich von dir, Mario. Alles Gute. Jo, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Regina ist hier. Regina ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Regina. Ja, guten Morgen. Hallo, Regina. Vernachlässigte Kinder heißt das Thema. Ja. Ich kann dazu sagen, ich habe meine Kindheit überlebt. Oh, das klingt aber auch schlimm. Ja. Was ist bei dir passiert? Ich bin von Geburt an schwer misshandelt worden. Von wem? Von meiner Mutter. Von der Mutter? Mhm. Und wo war der Vater? Der war noch die ersten Jahre da und dann haben sie sich scheiden lassen. Ja. Während der Scheidung wurde ich mit 3 Jahren einfach ohne irgendeine Erklärung zu Pflegeeltern geschickt nach Holland und Schweden. Kam dann nach 1 Jahr mit meinem Bruder zu meinem Vater, dem wurden wir zugesprochen. Mhm. Und da ging es mir gut. Mhm. Also, dann, das heißt, ging es dir gut und dann? Ja, mein Vater war neu verheiratet, die Frau hat einen Sohn mit in die Ehe mitgebracht und wir wurden relativ ungerecht behandelt, diese typische Stiefmutter. Mhm. Und ich habe natürlich gut durchgedreht und wollte dann auch, als ich dann erfahren habe, dass meine Mutter nicht tot ist, war ein 3-jähriges Kind, wenn das aus einer Pflegefamilie kommt, in die alte Familie rein, Mama weg, neue Frau da, da denkt man, die Mutter ist tot. Und irgendwie habe ich dann mal beim Spiel meine Schwester getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, und fragte, wo ist Muttern? Und welchen Heim lebt ihr? Wieso Heim? Wir leben bei Mutti und so. Und ab da habe ich die wilde Sau gespielt bei meiner Stiefmutter. Mhm. Und musste. Also ist die schlimmste Zeit jetzt dann gewesen bei der Stiefmutter? Nein. Sondern? Die kommt jetzt. Ah ja. Weil meine Stiefmutter, die haben mich nie geschlagen oder so. Nee, ah, ja. Die waren nur ungerecht, aber geschlagen nicht. Nein, ich habe mit Händen und Füßen mich gewehrt und musste zum Jugendamt, zum psychologischen Spielen und zu Gespräche. Und da wurde dann entschieden, dass ich doch zu meiner Mutter komme. Da warst du wie alt? 7. Da hattest du aber schon eine ganze Odyssee hinter dir, ne? Von Schweden, Niederlande und... Ja, ich hatte mit 2 Jahren auch schon meinen ersten Schädelbruch damals bei meiner Mutter. Das war noch vor der Scheidung. Mhm. So, du wolltest zu der Mutter zurück, obwohl du wusstest ja nicht, dass die Mutter dich so behandelt hatte. Genau. Und bist dann auch im Alter von 7 Jahren dann zu deiner Mutter wieder zurückgekommen. Genau, und dann bin ich in die Hölle gekommen. Und dann bist du in die Hölle gekommen. Ja. Wie lange hast du dann bei deiner Mutter gelebt? Bis zu welchem Lebensjahr? Naja, meine Mutter ist mit 18 ausgezogen, sie ist nach Norddeutschland gezogen. Nee, wie lange warst du bei deiner Mutter?
Na, bis 18. Lebensjahr. Bis zu deinem 18. Lebensjahr. Was sind die schlimmsten Erinnerungen an diese Zeit? Die schlimmste Erinnerung war, meine Mutter hat mit einem Alkoholiker zusammengelegt, der sie auch misshandelt hat. Mhm. Und diese Frustration hat sie an mir und meiner kleinen Schwester ausgelassen von 5 Kindern, aber nur an mir und meiner Schwester. Achso, da gab es noch mehr Kinder. Ja, aber die wurden nicht misshandelt, nur Susi und ich, meine kleine Schwester und ich, die ist anderthalb Jahre jünger. Was heißt, sie hat ihren Frust abgelassen, was genau hat sie getan? Also folgendermaßen, da sie mit dem Alkoholiker gelebt hatte und wir einen chronischen Geldmangel hatten, mussten wir betteln gehen beim Kaufmann und beim Schlachter, beim Bäcker nach Brötchenkrümel und. Und meine Schwester und ich, wir kamen einen Tag vom Spiel nach Hause. Meine Mutti machte die Tür auf und nahm mich gleich und hat mich fürchterlich in die Fresse gehauen, auf Deutsch gesagt, sodass ich durch den Flur geflogen bin, hat auf mich eingetreten und nur noch geschrien, das macht ihr nie wieder, ich bring euch um. Und ich habe nur noch geschrien und sie hat auf mich eingetreten und eingekloppt wie eine Irre, das Blut spritzte nur noch so wie verrückt. Aber was hattet ihr denn in ihren Augen Schlimmes getan? Wir haben zu den Schlachter, der unten bei uns im Haus war, wo wir immer umsonst Wurst gekriegt haben, sollten wir angeblich alter Affe gesagt haben, meine Schwester und ich. Haben wir überhaupt nicht. Also, wir sind völlig ungerecht misshandelt worden. Wie oft hat sie euch denn geschlagen? Das war so gesehen nur alle paar Monate, aber wenn, dann gerät sie immer im Blut raus. Sie hat nicht aufgehört, bis nicht Blut spritzte und bis wir nicht schwer verletzt waren. Und sie hat auch nie einen Arzt hin zugefügt. Also du warst in deiner Kindheit und Jugend immer wieder schwer verletzt, sagst du? Ja. Und du warst dann nie beim Arzt oder im Krankenhaus? Hat sie sich da nie gewagt. Und die Verletzungen sind dann so von alleine geheilt oder wie? Was waren das für Verletzungen? Ja, wie gesagt, Schädelbruch. Und Rippenbrüche. Aber Schädelbruch, weil da warst du ja ganz klein noch. Ja. Und später? Ja, mit 11 hatte ich nochmal einen Schädelbruch. Da haben sie festgestellt, dass ich schon als Baby einen Schädelbruch hatte. Und ja, im Fieber. Achso, da warst du dann aber. Aber beim zweiten Mal bist du dann doch untersucht worden in einem Krankenhaus. Ja, weil ich am Koma dann auch war, 3 Monate. Achso, also warst du doch im Krankenhaus? Da war ich im Krankenhaus, ja klar, wenn man im Koma gerät, also was bleibt mit der Mutter übrig? Und was hat die Mutter gesagt, weswegen du... Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich weiß nur, wie es war eben. Also mit 11 Jahren lagst du mit einem Schädelbruch und Koma im Krankenhaus, weil die Mutter dich so zugerichtet hatte. Ja. Und du weißt bis heute nicht, was sie den Ärzten gesagt hat und ob die Ärzte irgendwie aufmerksam geworden sind, niemand weiß es. Aufmerksam geworden... Schon, die haben sich eben gewundert, aber groß unternommen wurde nichts. Ja, in der Zeit, wie gesagt, du bist auch ungefähr so der Jahrgang, du bist jetzt 43, war das wahrscheinlich auch alles noch nicht so sensibel wie heute, das Thema. Nee, überhaupt nicht. Das stimmt. Du bist dann, du hast gerade gesagt, als du 18 warst, rausgekommen aus dieser Hölle. Ja. Wie war der Kontakt dann hinterher zu deiner Mutter? Ja, das ist ganz toll, dass du das fragst. Also meine Mutter ist dann nach Norddeutschland gezogen. Ich hatte dann die Aufsichtspflicht über meine jüngere Schwester, die war dann erst 16. Die ist dann, nachdem meine Mutter weg war, in Alkoholkonsum geraten, musste mit 18 zur Entziehungskur, weil sie in Delirium war. Also meine Schwester hat sich mit Alkohol betäubt, total. Und dann hat sie ihre erste Therapie gemacht. Ich bin dann leider, sagen wir mal so, nach Husum nachgezogen an die Nordsee zu meiner Mutter. Und hatte dann eigentlich einen recht guten Kontakt. Ach. Ja, das war sehr eigenartig alles. Ist es schon eigenartig, dass du, nachdem du da, wenn du sagst, das war eigentlich die Hölle, meine Kindheit, dass du dann wieder zu ihr hingezogen bist? Ja, weil ich immer so blöd war und gehofft habe, dass ich von ihr die Liebe dann kriege, die ich als Kind nicht gekriegt habe. Das war für mich die Erklärung jetzt im Nachhinein. Und dann hast du dich mit deiner Mutter gut, kann man sogar sagen, gut verstanden? Ja. Wie lange hat das angedauert? Ja, bis vor 2 Jahren, kann ich sagen. Ja, was ist vor 2 Jahren geschehen? Ja, ich habe meine Mutter fast tot zu Hause aufgefunden. Ich habe sie mich oft um sie gekümmert. Sie ist schwer krank seit 10 Jahren. Sehr schwer krank. Und habe mich um sie gekümmert und so. Und ab da, wie gesagt, ich habe sie so gut wie tot gefunden zu Hause. Und ab da habe ich sie intensiv gepflegt. Warum war sie tot? Was war geschehen? Todkrank. Todkrank, ja, fast tot, nicht tot. Nierenversagen, Diabetes, Folgeerkrankung. Ah ja. Die ganze Martyrium hat sie da durch. Ja. Und dann hast du dich wirklich um sie gekümmert und sie sogar gepflegt? Ich habe sie gepflegt. Lebt deine Mutter heute noch? Das Problem ist, ich habe heute Nacht einen Anruf gekriegt um 22 Uhr, dass meine Mutter in Sterben liegt. Sie hat gerade ihren dritten Herzinfarkt gehabt. Ja. Ist reanimiert worden, hat aber Krankenhaus abgelehnt und liegt jetzt zu Hause bei meiner Schwester und liegt in Sterben. Ach. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe meine Mutter... Ich bin vor 2 Monaten nach Berlin gezogen, weg von ihr. Achso, du rufst jetzt aus Berlin an und die Mutter lebt noch in Husum und liegt jetzt in...
Das heißt, du weißt gar nicht, was du jetzt tun sollst. Überlegst du morgen, einen Zug zu nehmen und dorthin zu fahren? Nein, das Problem ist, ich habe meiner Mutter ja einen bitterbösen Brief geschrieben zum Abschied. Mhm. Dass ich nicht zur Beerdigung kommen möchte und dass sie mit ihr nichts mehr zu tun haben möchte, wegen dieser ganzen Ungerechtigkeit und die Tyrannei, die sie mir in den letzten Jahren zugetragen hat, egal was ich gemacht habe. Mhm. Alles war falsch. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, dass sie nie Anerkennung mir gezeigt hat oder sonst was. Und ich bin total fertig, als mein Bruder mich vorhin angerufen hat und mir das die Geschichte mit meiner Mutter erzählt hat. Also du willst nicht hinfahren? Doch, das ist das Schlimme. Doch, jetzt doch, gar. Ich wollte überhaupt nicht. Und jetzt will ich aber hin, weil ich muss aber auch sagen, hat einen anderen Hintergrund, ich treffe meine ganze Familie. Ja. Wir sind eine ganz große Familie, Onkel, Tanten, ja, die ich alle lieb habe und die eigentlich immer um mich gekämpft haben. Ja, dann würde ich auch, sagen, Regina, dann mach dich auf die Socken, so schnell wie möglich morgen. Nee, das kann ich nicht. Doch, jetzt nicht, du hast gesagt, du wolltest doch fahren. Zur Beerdigung. Ach, zur Beerdigung, ach so. Sie lebt ja noch, sie wird heute Nacht oder morgen oder so die Tage jetzt sterben, sie liegt in Sterben. Sie verweigert jede ärztliche Hilfe. Und du meinst nicht, dass es vielleicht dann doch vielleicht besser wäre, sie noch lebend nochmal zu treffen? Nein, ich habe ihr nichts mehr zu sagen. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ich habe mich von ihr verabschiedet. Mhm. Ich habe 8 Jahre Therapie hinter mir. Ah ja. Mhm. Ich habe ihr in diesem Sinne nichts mehr zu sagen. Verstehe. Dennoch geht dir das natürlich ans Herz, dass, ja, dass sie jetzt im Sterben liegt. Aus verschiedenen Gründen geht dir das ans Herz. Mhm. Wirst du heute noch in Kontakt sein, heute Nacht mit der Schwester oder mit Verwandten? Also sobald meine Mutter eingeschlafen ist, kriege ich einen Anruf natürlich. Liebe Regina, ich ahne, dass du auch sehr, sehr schlimme Zeiten hinter dir hast. Und wenn du sagst, du hast auch so lange Therapie schon absolviert, ist mir das auch ein Zeichen, was alles mit dir angerichtet wurde. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja. Mach's gut. Schönen Gruß nach Berlin. Dankeschön, Regina. Ich gucke sie seit Jahren. Ist es wahr? Auch mit deinem Vorgänger schon. Vorgänger gab's nicht. Doch, es gab früher mal eine andere Sendung, aber auch auf BDR. Doch, gab's früher. Ja, ja, das verwechselst du wahrscheinlich irgendwie. Aber egal. Regina, schöne Grüße nach Berlin. Ja, gut. Tschüss. Und hier ist die Nina. Nina ist 27 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nina. Unser Thema heißt vernachlässigte Kinder. Ja. Und zwar, warst du eins? Nein, ich habe meinen Sohn vernachlässigt. Du hast deinen Sohn vernachlässigt? Ja. Wie alt war dein Sohn, als du ihn vernachlässigt hast? Ich habe ihn von Anfang an eigentlich schon vernachlässigt. Wie alt ist er heute? 3. 3. Wo ist er jetzt? Er lebt seit dem 5.8. in einer Pflegefamilie. 5.8.2006? Ja. Und bis zum 5.8. war er bei dir? Ja. Und warum hast du ihn vernachlässigt? Ich sag mal so, als ich ihn auf die Welt gebracht habe, hatte ich sehr viel Alkohol getrunken. Mhm. Ich war damals 1 Jahr lang alkoholabhängig. Ich habe das aus eigener Kraft geschafft, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Mhm. Ich habe sehr oft am Internet gesessen, war nur im Internet zugange, habe mich um mein Kind so gut wie gar nicht gekümmert. Mhm. Gut, er hat Essen, Trinken, das hat er alles immer gehabt. Ja. Der hat immer alles gehabt, nur ich konnte irgendwann nicht mehr. Ja. Wenn du sagst, ich habe ihn vernachlässigt, was genau hast du nicht mit ihm gemacht? Was bedeutet vernachlässigen? Ich habe mich nicht mit ihm hingesetzt, ich habe mit ihm nicht gespielt. Mhm. Er war eigentlich ganz alleine auf sich allein gestellt. Du hast ihn immer alleine gelassen? Ja. Aber so ein kleines Kind ist doch den ganzen Tag irgendwie in Aktion und will hier was machen, da was machen. Hast du ihn eingesperrt in ein Zimmer? Oder so ein Kind hängt doch dann auch an dem Erwachsenen und will beschäftigt werden. Wie hast du dich da verhalten ihm gegenüber? Ja, er war ziemlich oft in seinem Zimmer. Er war schon recht oft in seinem Zimmer, hat da gespielt. Mhm. Aber ich meine, er hat mir auch sehr wehgetan, sagen wir so. Er hat dir wehgetan? Ja. Inwiefern? Er war grob gewesen. Er hat seine Möbel auseinandergeschraubt, die er bekommen hat. Der hat mit seinen Möbeln mich geschlagen. Aber wir reden von einem Kind von 1, 2, ja, maximal 3 Jahren. Ja. Was vielleicht auch eine Reaktion darauf war, dass du dich nicht um das Kind gekümmert hast. Ja. Ne? Ja. So ein kleines Kind, ich weiß es so, ich habe ja keine Kinder, aber ich weiß es ja aus dem Freundeskreis, wenn die so 1, 2 Jahre alt sind, die spielen ja gar nicht so ganz lange alleine. Die wollen ja immer, dass man mit ihnen irgendetwas tut. Deswegen fragte ich dich gerade, hast du den Kleinen, als der vielleicht 1 Jahr alt war, 2 Jahre alt war, ganz alleine in einem Zimmer über viele Stunden gelassen? Ja, schon.
Mhm. Weil ich musste auch erst lernen, damit so umzugehen und mir selbst auch eingestehen, dass ich süchtig war, internetmäßig. Also Internet war das große Problem, Alkohol später dann nicht mehr? Nein, später dann nicht mehr. Das heißt, du hast ständig vor der Glotze, also vor dem PC gesessen, ja, und hast irgendeinen Quatsch dir angeguckt? Ja. Mhm. Und das Kind lag nebenan und war alleine? Ja. Mhm. Oder war draußen gewesen, hat draußen gespielt gehabt, von meiner Nachbarin oben mit dem Kind. Du hast gerade noch so ein bisschen so gesagt, fast schon entschuldigend, ja, er war ja auch grob, wobei das ja ein bisschen absurd ist bei so einem ganz kleinen Kind. Was hat er denn gemacht? Hat er dich auch... Bitte? Er hat sehr viel gemacht. Er hat zum Beispiel jetzt zum Schluss, ich habe noch eine Tochter, die ist 6 Monate alt. Ja. Er hat versucht, mir das Kind vom Arm zu ziehen. Er hat bei ihr im Kinderbett ist er rumgesprungen, obwohl sie im Bett drin lag. Mhm. Er hat alles gemacht. Er hat, wenn er irgendwas nicht gekriegt hat, hat er sich auf die Erde geschmissen, hat mit seinem Kopf überall gegengehauen. Mhm. Dem konnte ich überhaupt gar nicht mehr helfen. Der hat nicht mehr auf mich gehört, gar nichts. Ja, und du hast ja gar nicht gesagt, er hätte dann irgendwelche Sachen auseinandergebaut und. Er hat seine Möbel auseinandergebaut. Mhm. Er hat von meiner Schwester Tische und Stühle gekriegt. Und die kannte man so zusammenschrauben, die hat er auseinandergeschraubt, hat mich gehauen damit. Hm. Würdest du damit irgendwie sagen wollen, auch, es ging ja auch nicht anders mit ihm, weil er so war? Ja, es ging nicht mehr, da hast du recht. Aber ich sag mal so, ich bereue es, dass er weg ist. Was glaubst du, wer war schuld an dem Ganzen? War er schuld, weil er so grob war? Nein, ich war schuld. Weil? Ich denke, wenn ich ihn nicht vernachlässigt hätte, dann wäre er auch nicht so gewesen. Das glaube ich auch, Nina. Ich glaube, so ein kleines Kind ist nicht automatisch so. Das ist eine Reaktion auf die Vernachlässigung, auf die Kälte vielleicht. Hast du ihn ab und zu mal mit ihm, hast du ihm in den Arm genommen, gestreichelt? Warst du zärtlich zu ihm? Ganz, ganz selten. Wolltest du ihn überhaupt haben damals? Eigentlich nicht. Hm. Wie ist das Kind entstanden? Ist das irgendwie so eine Nachtgeschichte gewesen? Nee, da war ich schon mit meinem Freund zusammen, schon länger. Ja. Nur es war halt so, dass der hatte mich dann Weihnachten zu ihm bestellt, weil ich meine Mutter besuchen war. Mhm. Dann bin ich runtergefahren zu ihm nach Bayern. Dann hat er mich da alleine sitzen lassen über Weihnachten. Mhm. Da hat er die ganze Wohnung ausgeräumt gehabt, waren keine Möbel, nichts mehr da. Und ich konnte einfach nicht mehr. Ich war nur noch fix und fertig. Ich habe auch gar nichts mehr gegessen, nur noch Kaffee getrunken. Ja, meine Frage war ja, wie das Kind entstanden ist. Ist das entstanden in einer Beziehung? Ja, in einer Beziehung. Aber da war die Beziehung schon irgendwie kaputt. So, ja. Wie das gerade. Ja, die ist kaputt gegangen dadurch, als sie schwanger war. Mhm. Mhm. Da ist sie kaputt gegangen. Als du wusstest, dass du schwanger wirst, gab es da, oder dass du schwanger bist, gab es da Überlegungen, das Kind abtreiben zu lassen? Nein. Warum nicht? Nein, eigentlich nicht, weil eigentlich wollten wir das Kind haben. Mhm. Nur nachdem er das seinen Eltern erzählt hat, hat seine Mutter zu ihm gesagt, er wäre zu jung für ein Kind und das würde alles nichts bringen und er sollte sein Leben genießen. Und Wie alt ist er denn? Oder war er da? 26. Ja. Da ist man nicht so jung. Nee. Und dann hat er sich dann von dir auch abgewandt? Ja. Mhm. Und dann warst du sauer und hattest eigentlich auch keinen Bock auf das Kind? Ja, ich war dann am Überlegen gewesen, ob ich das alleine schaffe oder nicht. Da habe ich gedacht, okay, das Kind kann ja eigentlich nichts dafür. Mhm. Habe aber auch so nicht die Hilfe gekriegt von meiner Mutter und von meiner Schwester, wie sie es im Vorfeld immer gesagt hat. Mhm. Gab es denn ganz am Anfang so ein paar Wochen, wo du dich intensiv um das Kind gekümmert hast oder war sofort, als das Kind da war, irgendwie hattest du keinen Bock drauf? Also als das Kind da war, hatte ich schon jede Menge Probleme mit Alkohol. Mhm. Und selbst als mein Sohn auf der Welt war, hatte ich ziemlich viel Alkohol getrunken, sodass meine Schwester hinterher zum Jugendamt gegangen ist und hat denen das allen erzählt. Wie lange hat das denn gedauert, bis du von dem Alkohol dann wegkamst, nachdem der Junge auf der Welt war? 2 Jahre. Ach, so lange? Ja. So lange? Ja. Jetzt ist mir das hatte ich gerade nicht so verstanden. Das heißt, das war ein Kleinkind, ein Säugling und die Mutter war besoffen. Ja. Und saß vor dem PC. Ja. Wie ist man denn jetzt letztendlich darauf aufmerksam geworden? Durch deine Schwester? Ist das Jugendamt durch deine Schwester aufmerksam geworden? Oder was Nein, ist?
das Jugendamt hat gesagt, die können da nichts machen. Ich bin dann irgendwann selbst zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ach, Moment mal, die Schwester hat dem Jugendamt schon gesagt, hier, da ist ein kleines Baby und die Frau ist besoffen. Ja. Und da hat das Jugendamt gesagt, da können wir nichts machen. Ja, genau. Das ist ja auch schon wieder schlimm. Ja. Und dann bist du selbst gegangen und hast gesagt, ich kann nicht mehr. Ja, ich bin dann selbst hingegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Ja. Hab denen auch ehrlich gesagt, dass ich nur noch Alkohol getrunken habe. Mhm. Und ja, dann hatte ich eine Hilfe bekommen vom Jugendamt, aber es ging auch nur 6 Wochen. Mhm. Und letztendlich musste ich es halt aus eigener Kraft schaffen. Und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass der Junge weg ist? Ja, weil er nur noch auf mich eingeschlagen hat, versucht hat, meine Tochter mir vom Arm zu reißen, überhaupt nicht mehr gehört hat, teilweise nur noch abgehauen ist. Und das hast du dann nochmal gemeldet beim Jugendamt? Ja. Und dann haben die gesagt, okay, dann nehmen wir das Kind jetzt weg. Und das Kind, der Junge ist jetzt, hast du gerade am Anfang gesagt, adoptiert? Nein, der ist in der Pflegefamilie. In der Pflegefamilie. Ja. Und da wird er auch erstmal bleiben? Ja. Wie alt ist dein anderes Kind? 6 Monate. 6 Monate? Ja. Wieso bist du nochmal schwanger geworden, wenn du schon so große Probleme hattest mit dem ersten Kind? Ja, wir hatten vergessen gehabt zu folgen. Mensch, Nina, ich fasse es nicht. Aber bei meiner Tochter jetzt mache ich das alles anders. Also mache ich diese Fehler, die ich damals gemacht habe bei meinem Sohn, mache ich da nicht mehr. Ich weiß, dass ich ziemlich viele Fehler gemacht habe. Also das Jugendamt muss ja die Dramatik jetzt kapiert haben, nachdem sie das Kind rausgeholt haben. Ja. Haben die denn jetzt ein Auge auf dich? Ja, also ich habe jemanden vom Jugendamt, die ist 16 Stunden im Monat bei mir. Ach so, die ist 16 Stunden im Monat da und ist dann in der Wohnung mit und kümmert sich um das. Ja, die ist hier bei mir in der Wohnung. Was heißt, sie kümmert sich um das Kind? Sie setzt sich hier hin, trinkt mit mir Kaffee, unterhält sich mit mir und dann fährt sie irgendwann wieder. Mhm. Fragt nur, ob alles gut läuft und das war's. Findest du das okay, dass die zu dir kommt? Ja. Ja. Ja, ich finde es in Ordnung. Mhm. Weil sie achtet auch sehr darauf. Ja. So, jetzt hast du die Hoffnung, dass du mit deinem kleinen neuen Kind besser umgehen wirst und dass das besser läuft. Ja. Das hoffe ich auch sehr, Nina, dass du daraus lernst, denn das sind schlimme Sachen, die da passiert sind. Ja. Das, was du mit dem Jungen angerichtet hast, so muss man das ja sagen. Das wird der Junge sehr, sehr lange in sich tragen und wird daran zu knabbern haben. Ja. Und immerhin bist du eine erwachsene junge Frau, eine sehr erwachsene Frau, die jetzt, glaube ich, wachgerüttelt ist, ne? Ja, also ich muss sagen, die Fehler, die ich damals gemacht habe bei meinem Sohn, die mache ich bei meiner Tochter nicht mehr, weil ich bereue das. Mhm. Und heute auch nicht verkraftet, dass mein Sohn weg ist. Ja. Und zusätzlich solltest du vielleicht auch mal ein bisschen über Verhütung nachdenken. Ich finde, jetzt noch ein Kind wäre nun nicht gut, ne? Nee. Ja. Nee, das nicht. Okay, Nina, dann wünsche ich jetzt für die Erziehung deiner Kleinen alles Glück und alles Gute. Danke. Und dass alles gut läuft und du dich auch wieder richtig berappelst für alles. Dankeschön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Sascha ist hier, Sascha ist 28, guten Morgen. Hallo Sascha. Morgen. Hallo. Ja, Sascha, vernachlässigte Kinder heißt das Thema. Ja, vernachlässigte Kinder. Ich will mal so sagen, ich habe meinem Vater bzw. meinen Eltern so viel zu verdanken, dass ich mittlerweile ein Leben führe, was eigentlich weder Sinn noch Verstand hat. Also, das heißt, es ist so, mein Vater hat uns regelmäßig geschlagen, der hat getrunken. Wie viele Kinder wart ihr? Ich und mein Bruder. Also ich bin jetzt 28, mein Bruder ist jetzt 23. Mhm. Und meine Mutter, die hat halt immer gearbeitet. Mhm. In 2 oder 3 Arbeitsstellen gleichzeitig, um uns irgendwie zu ernähren. Also eine arme Familie? Ja. Was macht der Vater oder was macht der Vater vom Beruf? Mein Vater war Fernfahrer vom Beruf. Fernfahrer. Mhm. Ist er immer noch? Mein Vater ist Gott sei Dank verstorben. Ah ja. Du sagst Gott sei Dank, das heißt dann ist ein wirklich tiefer Hass da. Ja, ich habe auf der Beerdigung von meinem Vater was gemacht, was man normalerweise nicht macht. Was hast du gemacht? Ich bin aufgestanden, bin nach vorne gegangen, wie er zu Grabe gelassen worden ist, habe die versammelte Mannschaft angeguckt, habe aufs Grab gespuckt, habe mich rumgedreht und bin gegangen.
Also das war dann schon richtiger Hass. Es ist ja so, wie ich 16 gewesen bin, bin ich mit sind mein Vater und ich aneinander gerasselt. Ich bin mit dem Messer auf meinen Vater losgegangen. Ich bin heute ein sehr aggressiver Mensch. Ich versuche alles mit Gewalt zu lösen. Ja, wie soll ich das formulieren? Es ist halt so, ich kann nichts anfangen und zu Ende machen. Ja, lass uns doch nochmal ein bisschen über die Vergangenheit reden. Was hatte denn deine Mutter für eine Rolle in der ganzen Geschichte? Meine Mutter hatte die Rolle Schnabel halten und zugucken. Nimmst du ihr das übel? Nee, kann ich ihr nicht übel nehmen, weil mein Vater war von der Statur 1,90 Meter und so groß und so breit. Und ja, wenn meine Mutter dazwischen gegangen ist, dann hat meine Mutter die Fänge gekriegt. Das heißt, er hat die Mutter auch geschlagen? Ja, ja. Wir durften als Kinder dann auch noch regelmäßig mit zugucken. Also es ist so, wenn die sich nachts um 3 geschlagen haben, dann hat mein Vater uns vorher geweckt. Wir mussten das mit angucken. Dennoch könnte man ja sagen, Mutter, warum hast du uns Jungs nicht genommen und bist einfach abgehauen? Das hat sie ja probiert. Das Ende vom Lied war dann, dass ich bei meinem Vater auf dem Schoß gesessen habe und hatte eine Walter P44 Halbautomatik am Kopf hängen. Ja, also meine Mutter hatte dann versucht, über eine Nacht- und Nebelaktion uns da irgendwie rauszuholen und abzuhauen. Mhm. Dann sind wir dann zu unserer Oma gefahren und da hat er dann die Tür eingetreten und ihr haut nicht ab und entweder ich hab euch oder gar keiner. Nun bist du ja noch gar nicht so alt, du bist ja erst 28 und diese ganzen Sachen liegen ja auch noch gar nicht so lange zurück. Das heißt, das war ja eine Zeit, wo schon die Jugendämter schon sehr aufmerksam waren. Gab es denn da keine Initiative von deiner Mutter, ins Jugendamt zu gehen? Wir sind damals, mein Bruder und ich sind damals von zu Hause abgehauen. Mhm. Wir sind mit dem Zug gefahren von Gießen, also vom Raum Gießen hoch bis nach Düsseldorf. Ja. Bin dann in Düsseldorf auf die Polizei gegangen. Die Polizei hat uns zum Jugendamt gefahren. Das Jugendamt hat gesagt, da haben wir jetzt keine Zeit für und haben uns wieder nach Hause geschickt. Ehrlich? Und ihr habt aber richtig ausgepackt und alles erzählt, was zu Hause abgeht? Ja, ja. Ich habe von der Pike auf erzählt. Angefangen zu erzählen. Und konnte man das euch am Körper auch ansehen, dass der Vater euch so geschlagen hat und misshandelt hat? Ja, ja. Wie stark hat der Vater euch geschlagen? Was hat er gemacht? Ja, mein Vater hat mich zum Beispiel mal aus dem zweiten Stock durch zu einem Balkonfenster geschmissen. Vom zweiten Stock durch ein zues Balkonfenster? Ja. Das heißt, die Scheibe ist zu Bruch gegangen und du bist nach unten gestürzt. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste man da sehr schwer verletzt sein. Ja, ich hatte, also beide Beine waren kaputt, die Schultern waren kaputt, die Rippen waren kaputt. Mhm. Ich hatte einen Schädelbruch und war 3 Monate auch im Koma gewesen und mein Vater kam dann mit dem Argument bei den Ärzten, ja, ich kann da nichts dafür, der Junge hat Ball gespielt, ist ausgerutscht und ist durchs Fenster gefallen, das hat man ihm geglaubt. Und das hat man ihm geglaubt, Nochmal zurückzukommen auf das Jugendamt, das finde ich ja auch wieder skandalös, wenn man sich das vorstellt, dass da zwei Jungs abhauen und so schlimme Sachen denen erzählen und die sagen, da können wir nichts machen, fahrt wieder nach Hause. Ja, ja. Es ist ja unfassbar, ist das ja. Ja, als Kinder, wir konnten halt nicht viel machen. Wir haben uns halt in der Sache dann einfach nur gewehrt. Wir sind ja wirklich bald täglich abgehauen. Also es ist so, dass die Polizei, für die war das dann nachher schon irgendwie Standard, uns zu suchen. Mhm. Nachher wussten die dann auch irgendwo, wo wir zu finden waren, weil wir halt immer wieder die gleichen Verstecke genommen haben. Als du älter wurdest, gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo du deinen Vater zurückgeschlagen hast? Also es war der Tag, ich hatte angefangen, eine Dachdeckerausbildung zu machen und kam nach Hause und war eigentlich ganz stolz, weil ich muss dazu sagen, ich schiele von Geburt an und deshalb ist es für mich halt immer etwas schwieriger, Arbeiten zu verrichten, wo man präzises Augenmaß haben muss. Ja. Und ja, und ich bin halt damals gelobt worden vom Ausbilder und bin nach Hause gekommen und dann kriegte ich von meinem Vater den Spruch zu hören, du bist sowieso zu doof, um geradeaus zu gucken. Und daraufhin habe ich halt eben einen Küchenstuhl genommen und habe mich dann halt gewehrt und habe dann halt den Küchenstuhl auf ihn kaputtgeschlagen. Also, da warst du wie alt? Da war ich dann 15,5. 15,5. Und endet das in einer schlimmen Schlägerei, weil du hast deinen Vater ja auch als sehr stark geschildert, hat er dann zurückgeschlagen? Ja, ja, wir haben uns dann richtig geschlagen. Also das ging dann so, dass meine Mutter den Nachbar geholt hat. Und der Nachbar, der war ja ein ehemaliger Boxer, also der hatte da auch keine Angst, dazwischen zu gehen. Und der hat uns dann auseinandergeholt. Ich glaube, ich hätte meinen Vater dann totgeschlagen. Das wäre mir egal. Also ich habe jede Menge abgekriegt. Wie alt warst du, als du dann endlich oder letztendlich dann den Haushalt verlassen hast?
16. 16? Mit 16 raus? Mit 16 raus. Dann habe ich... Wo bist du da hingegangen? Mit 16 ist es ja auch noch schwierig, irgendwie auf eigene Beine zu kommen. Ich bin einfach abgehauen und bin dann erstmal nach Hamburg und bin dann danach im Drogenmilieu gelandet und ja, habe dann angefangen zu saufen und... Das heißt, im Prinzip hängst du heute noch durch, aufgrund der schlimmen Sachen, die man dir als Kind und Jugendlicher angetan hat? Indirekt ja. Also wenn es heute so ist, dass ich gewisse Probleme auf mich zukommen, meine jetzige Frau, die hat da schon sehr viel gemacht. Also es ist heute so, dass ich mich dann rumdrehe und gehe, also nicht mehr direkt draufschlage. Hast du Kinder? Ja. Wie alt sind die? Mein Sohn ist jetzt 14 Monate. Hast du dir irgendetwas vorgenommen? Also mein Sohn ist mein Heiligtum. Also mein Sohn wird auf jeden Fall, werde ich meinen Sohn nicht so behandeln wie... Hast du dir vorgenommen, dass du deinen Sohn nie schlagen wirst? Mein Sohn wird nicht geschlagen. Wird nicht geschlagen. Wird nie geschlagen werden. Nee, wer meinen Sohn schlägt, der kriegt massive Probleme. Nee, ich höre nicht, wer deinen Sohn schlägt, sondern ob du deinen Sohn... Ich habe noch nicht einmal die Hand gegen meinen Sohn... Na, das wäre ja noch schöner, der ist ja noch ganz klein. Ich meine, hast du dir vorgenommen, dass du ihn nie schlagen wirst? Das werde ich auch nicht tun. Das habe ich mir hast du dir vorgenommen? Auf Grab von meinem Vater geschworen, dass ich mein Kind nicht anfassen werde, so wie er mich angefangen hat. Was ist aus deinem Bruder geworden? Der ist ja nur ein paar Jahre jünger als du. Was aus meinem Bruder geworden ist? Mein Bruder ist immer noch im Drogenmilieu und ja. Also. Kommt da nicht mehr raus. Und es ist halt so, dass beide Kinder schwere Schäden davon getragen haben. Wie geht es denn deiner Mutter heute, wo der Vater nicht mehr lebt? Eigentlich relativ gut. Das Problem ist halt, es ist für mich relativ, sie ist mittlerweile wieder verheiratet mit jemandem, der hat eine ganz andere Einstellung und damit komme ich halt nicht zurecht. Also er und ich, wir gehen uns halt relativ weit aus dem Weg. Ist dann wieder eine andere Thematik. Ja, weil er sagt halt, er kennt das halt nicht so, wie das mal gewesen ist und er sieht halt nur die Situation, die jetzt ist. Und sagt dann zu meiner Mutter halt klipp und klar, jo, deine Kinder sind halt selber dran schuld, dass sie da drin stecken. Also es ist halt so, ich kann so Sachen wie Freundschaft, ich habe noch nie in meinem Leben einen richtigen Freund gehabt. Ich will auch gar keinen. Also Würdest du sagen, würdest du so krass sagen, der Typ hat mich kaputt gemacht? Ja. Und du musst quasi immer dagegen ankämpfen. Aber vielleicht ist sowas, wie du gerade gesagt hast, deine Frau und die Liebe zu deinem Kind, das ist vielleicht die allerbeste Therapie und das größte Glück, was dir passieren konnte, um irgendwie doch wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Das ist richtig. Das Problem an der Sache ist, es ist halt auch schon vorgekommen, dass ich im richtigen Zorn gegen meine Frau gegangen bin. Und da... Das darf nicht passieren. Ja, da bin ich dann... sag ich mal, mehr oder weniger von zu Hause abgehauen, weil ich fahre mittlerweile auch LKW. Und wie wäre es denn, hast du mal überlegt, es gibt ja so gerade so ganz gezielte Therapien für Leute, die so eine Vergangenheit haben. Hast du mal überlegt, sowas zu machen? Das ist richtig. Ich war ja schon mal 7 Wochen in der Psychiatrie, weil ich mich versucht habe, selber umzufinden. Ja, ist zu wenig. Ich meine, das müsste schon eine richtige Langzeittherapie sein. Ja, es will aber keiner mit mir arbeiten. Ich war mittlerweile bestimmt bei, sag ich mal, 25 bis 30 Psychologen und keiner will mit mir arbeiten. Werden wir gleich mal nochmal überlegen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, mein Psychologe, vielleicht können wir dir doch noch ein bisschen helfen und dir irgendetwas vermitteln. Ja, weil es ist ja so, ich krieg halt keinen Fuß ins Leben. Durch meine vielen Schlägereien habe ich halt jede Menge Schulden. Ich habe mit 28 Jahren bestimmt schon ungelogen 50 Arbeitsstellen gehabt, weil jedes Mal, wenn das kleinste Problem auftaucht, schmeiße ich es hin und haue ab, bevor ich wieder zuschlage. Umso wichtiger, umso unglaublich wichtiger wäre es, dass du in eine harte Therapie kommst, die du willst. Du müsstest den Typ akzeptieren und der muss dich akzeptieren, dass ihr zusammenarbeitet. Ich wollte dich aber gerade die ganze Zeit was zu deinem Vater fragen. Der ist ja dann relativ früh verstorben, ne? Wie alt war er? Mein Vater war 42, wie er verstorben ist. Mein Vater ist gestorben im Jahr 2002. Und woran ist er verstorben? Mein Vater ist sonntagsabends losgefahren mit dem LKW. Hat von Samstag auf Sonntag richtig gut gesoffen, auf gut Deutsch, und ist dann halt losgefahren mit 3,8 Umdrehungen, sage ich immer. Und hat sich selbst totgefahren? Er hat sich dann selber totgefahren. Das finde ich aber noch nicht so schlimm. Was ich halt daran so schlimm finde, ist, dass er noch eine ganze Familie mit in den Tod gezogen hat, dadurch, dass er halt mit dem 40 Tonnen schweren Verkehrsunfall gemacht hat. Verstehe.
Sascha, die Sendung ist jetzt rum. Ich bitte dich, kurz mal eben aufzulegen und dann ruft dich der Peter, mein Psychologe, an und dann könnt ihr noch in Ruhe ein bisschen quatschen. Jo. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Vernachlässigte Kinder. In der Technik war Matthias Neef. Wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr ein Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht morgen. Wie gesagt, eine freie Themennacht und ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen. Bis dahin. Ciao.